Künstlerinnen und Künstler. Ich werde jetzt nicht über die Kunst reden, das wird Axel Richter gleich übernehmen. Dann erspare ich Ihnen sozusagen ein angegoogeltes Halbwissen. Sie sehen vor lauter Kunst die Menschen nicht, aber oben füllt sich das jetzt langsam. Mein Name ist Horst Ansel, ich bin Bürgermeister der Gemeinde Amersfeld und freue mich sozusagen, Sie als Hausherr heute hier in Amersfeld bei uns im Pferdestall begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen in Amersfeld. Gestern, das war ein Tag so ganz nach meinem Geschmack. Viele neue Gesichter mit Kofferraum gefüllten Kunstwerken. Also toll, wie das gestern lief, miteinander. Das hat großen Spaß gemacht und für mich so wie so eine Perlenschnur, ein Finale des letzten Jahres. Wir haben ja vorgeplant und diese Mailkontakte und wer ist überhaupt im Kreis unterwegs mit Kunst. Und das ganze Ding hat ja anderthalb Jahre Vorlauf. In einem Kaffeetrinken hat das ja alles angefangen in Schüberg. Hardy Fürstenau von Kultur hat mir 10 Minuten vorher den Flohen vorgesetzt, wir können ja auch eine Messe machen. Und war aber dann wiederum so schüchtern, dass er gesagt hat, ich kann doch nicht über meine eigenen Ideen so. Gut, dann bin ich reingesprungen und es klang, Elisabeth Herwig sagte, ja, das habt ihr ja ganz schön durchgeplant, durchgetaktet. Nee, da war überhaupt nichts getaktet, das war wirklich spontan, aber es kam so rüber. Und es war ja doch gleichzeitig eine Begeisterung da, so viel, dass wir gesagt haben, okay, wir starten mal los.